Ja, wir sind wieder im Theresienhaus in Glandorf und diesmal machen wir Weihnachtsengel Cecilia. Schön, dass wir wieder hier sein dürfen. Und zwar geht es diesmal um ein Endprodukt, das zeige ich vielleicht mal vorab. Das passt auf jeden Tisch und wir zeigen euch erstmal, was man dafür braucht. Also erstmal eine kleine Schablone, Flügelchen glaube ich. Ne? Dann Kupferdraht, ganz dünn, 1 mm. Dann das ist ein bisschen Pergamentpapier. Festeres Pergamentpapier. Nicht so Butterbrotpapier, dafür reizt sie. Es muss ein bisschen fester sein. Wenn ihr zu Hause mal ein kleines Bäumchen gefällt habt, nicht beim Nachbarn machen, ist ganz schlecht. Doppelseitiges Klebeband, genau. Eine Schere, Pinsel, bisschen Goldlack, damit es auch schön nach Weihnachten aussieht. Und was ist das? Bisschen Bastelwolle. Bastelwolle, okay. Auch in jedem Bastel. Und Millimeterbohrer mit Makroschrauber. Los geht's erstmal. Ich glaube, wir müssen die Flügel erstmal machen. Ja. Ne? Das Papier nehmen. Das wird ausgeschnitten und damit wir es ein bisschen kürzer machen, sieht nachher so aus. So sieht's aus. Man muss dann natürlich noch mit dem Cuttermesser, und zwar an dieser Stelle, zwei kleine Schnitte setzen. Einmal hier und einmal da, weil jetzt kommt das nächste. Einmal den Flügel aufziehen. Genau. Einmal oben durchstecken, einmal unten durchstecken. So. Schon. Und auch aufpassen, dass der Flügel richtig rumsteht. Das ist ganz wichtig. Genau. Ne? Zweite ist auch ganz einfach. Millimeterbohrer ungefähr die Mitte aussuchen. Okay, den stecken wir Kupferdraht unten rein. Versuchen wir hier unten vorsichtig reinzustecken, so weit wie es geht. Jetzt nehmen wir doppelseitiges Klebeband, 3 cm würde ich sagen. Denn die Wolle soll ja halten. Ja. Also, einmal weg. Wohin? Da kleben wir jetzt einfach drum zu. Jetzt ziehen wir ein bisschen Wolle ab und das wird hier einfach drum zugewickelt. Und das klebt ja jetzt auf dieser zweiten Seite von dem doppelseitigen Klebeband reingesteckt. Also die Grobstruktur ist fertig. Wenn ihr es noch ein bisschen schön machen wollt, wir haben ein bisschen Goldfarbe dabei, damit es ein bisschen weihnachtlich aussieht. Und ein wenig Gold hier oben aufträufeln, damit es eine güldene Krone bekommt. Und fertig ist unser Weihnachtsengel. Sieht schick aus, relativ leicht hergestellt. Ja, nicht? Und auf jedem Schreibtisch. Man muss ein bisschen üben, aber passt überall. Ja. Das ist ein nettes Giveaway auch in der Adventszeit. Ja. So, das war's für heute und wir sind gespannt, was wir beim nächsten Mal haben. Also guckt wieder rein.